Herzlich willkommen. Wir bedanken uns sehr bei der Java User Group und bei Seibert Media, dass wir heute hier sein dürfen. Ich freue mich besonders, weil ich 10 Jahre hier in Wiesbaden gewohnt habe und es ist immer schön, wieder mal zurückzukommen. Wir, das sind der Michal Harakal. Du möchtest nichts über dich sagen? Ja. Gut, das reicht auch. Der erzählt gleich noch ein bisschen mehr. Ich bin Alexander von Belo und wir wollen uns heute angucken, Kotlin Multiplattform von allen Seiten betrachtet. Ihr kennt mich vermutlich alle nicht, das hat einen Grund. Ich bin ja auf solchen Java-Veranstaltungen sehr selten. Ich komme aus der iOS-Ecke. Deshalb hat dieser Vortrag eigentlich auch einen anderen Titel. Ja, wieso kommt der nicht? Genau. Verwerfliches mit Schwefel im Keller. Und gibt es dann auch so Bilder, wie ich mir dann so Gummihandschuhe überstreife, weil es ja Android-Development ist. Viren, man kennt das. Insofern wird also auch mein Teil, ist grundsätzlich so ein bisschen, kommt aus der iOS-Ecke. Er kann euch sehr viel mehr zur Android-Ecke sagen. Wenn ihr mich auf Social Media sucht, so sehe ich aus. Ich finde, das ist gut getroffen. Jetzt kommt die Frage, aber warum? Warum beschäftigt sich so jemand wie ich mit Kotlin Multiplattform? Das liegt zunächst einmal an Swift. Swift ist ja so die neue Sprache, die Apple uns alle wie so französischen Stopfgänsen in den Hals presst. Und ich habe da ja eine Meinung zu und die ist halt, das ist eine seelenlose Hipstersprache. Und da habe ich gesagt, kennst du eine seelenlose Hipstersprache, dann kennst du alle, dann kannst du auch dir was anderes angucken. Aber im Ernst, das Ganze kam für mich so ein bisschen anders. Das alte Thema irgendwie Cross-Plattform. Man will irgendwie, man entwickelt irgendwie was und will da was gemeinsam entwickeln. Da gibt es immer so diese Idee, write once, run anywhere. Das hat noch nie so richtig geklappt. Dann gibt es die Idee der geringeren Kosten. Weiß man auch nicht so genau. Schnellere Entwicklung, keine Probleme. Das ist zumindest das, was man sich so wünscht. Und in unserem Fall, wo wir das erste Mal angefangen haben, uns mit Kotlin Multiplattform zu beschäftigen, kam der Wunsch tatsächlich zum Glück das erste Mal nicht aus dem Management, sondern von den Entwicklern selber. Weil wir etwas gefunden hatten, was wir ständig anpassen müssen und ständig auf beiden Plattformen anpassen müssen. Und das war alles sehr repetitiv und sehr langweilig und das wollten wir alle nicht machen und deshalb haben wir uns überlegt, wie können wir das machen? Wie können wir das machen mit Code-Generatoren oder mit einer gemeinsamen Sprache oder ähnliches? Tatsächlich ist das Projekt in Produktion nichts geworden, aber es hat dazu geführt, dass der Michael und ich uns beide sehr intensiv eben mit diesen Möglichkeiten von Kotlin Multiplattform beschäftigt haben. Aber was wünscht man sich von so einer Lösung? Von so einer Lösung wünscht man sich immer, dass es performant ist. Und ich wünsche mir eben, dass ich das User-Interface auch den Plattformen entsprechend gestalten kann. Und ich wünsche mir, dass ich auch die Besonderheiten der Plattform irgendwie unterstützen kann. Bei vielen Lösungen habe ich eine ziemlich steile Lernkurve. Die Leute müssen irgendwie neue IDEs lernen, sie müssen neue Sprachen lernen, sie müssen neue Toolchains lernen und sie müssen neue Patterns lernen. Wenn ich also in so bestehende Teams irgendwie jetzt so neue Multiplattform-Tools integriere. Und ich rate dazu immer, wenn ihr sowas macht, ich weiß jetzt nicht, wer von euch im Management sitzt und wer von euch entwickelt. Sitzt hier jemand im Management? Entscheidet hier jemand? Ah, so halb. Ne? Immer auf die Leute hören, die das wirklich entwickeln. Was ganz wichtig ist, ist, wenn ihr irgendwelche Mobile Apps für Plattformen entwickelt, ohne Plattform-Expertise geht es nicht. Ich habe mehr als ein Projekt an die Wand fahren sehen, weil die Leute einfach gesagt haben, och, wir brauchen da 3 JavaScript-Entwickler, von denen konnte einer
iOS so gut wie ich Android, das ist nicht so richtig gut. Und ein anderer konnte Android so gut wie ich Android. Und das ist auch nicht so besonders gut. Und das führt dazu, dass die Leute noch nicht mal Ahnung haben, was auf diesen Plattformen überhaupt möglich ist. Und da kommen keine schönen Apps raus. Aber wir wollen ja über Kotlin reden. Kotlin ist wie Java auch eine Insel. Irgendwo bei St. Petersburg oder so. Und ich sagte ja schon, kennst du eine seelenlose Hipstersprache, kennst du alle. Meinen iOS-Leuten führe ich also immer vor, wie ähnlich Swift und Kotlin sind. Wir erinnern uns, Lernkurve und so, neue Sprache. Ist das wirklich schwierig? Und wir sehen, wenn wir hier jetzt so eine Variable deklarieren, dann ist das genau gleich. Ne? Können wir nicht unterscheiden, was ist Kotlin, was ist Swift? Das ist falsch rum, woher hast du es erkannt? An der Farbgebung. Ich wollte nämlich gerade sagen, wenn man ganz genau hinguckt, dann kann man am Syntax-Coloring erkennen, was das ist. Das, die Auflösung sollte nämlich eigentlich erst mit dem nächsten Schritt kommen. Da wollte ich nämlich sagen, und bei Konstanten ist es genauso. In Kotlin machen wir das mit letSession gleich 1 und in Swift machen wir das mit while-Session gleich 1. Und dann wollte ich sagen, habe ich mich vertan? So schwierig, so einfach ist das oder so schwierig ist es, die beiden Sprachen grundsätzlich auseinanderzuhalten. Und die Sprachen sind insgesamt sehr, sehr ähnlich. Ja, das kann man sich alles irgendwie vorstellen. Und die Basics von Kotlin und oder Swift, wenn man das eine oder das andere kann, kann man sich echt relativ schnell beibringen. Wir sehen hier, das sieht alles relativ ähnlich aus. In Kotlin ist alles Fun, in Swift ist alles Funk. Aber es sieht eben sehr, sehr ähnlich, auch dieselben Konzepte hier, dass ich eben Parameter mit Default-Werten belegen kann. Alle diese Dinge, Funktionsaufruf genau gleich. Ne? Hier Closures, alles sehr, sehr ähnlich. Auch wieder mit Optionals ist es auch wieder relativ ähnlich, auch wieder mit dem Fragezeichen und in dem einen Fall ist es nil, in dem anderen Fall ist es null. Die Abfrage ist so, in diesem Fall ist es noch fast identisch. Ich habe halt hier in Kotlin diesen etwas anderen Operator, diesen Elvis-Operator da. In Swift habe ich halt dieses Doppelfragezeichen. Aber das ist jetzt, glaube ich, alles, ihr seid wahrscheinlich alles eher Kotlin-Entwickler als Swift-Entwickler. Gar nichts. Ihr entwickelt nicht. Aber man sieht schon, das kann man alles erkennen. Und das finde ich halt, wenn man jetzt Cross-Plattform-Entwicklung macht, finde ich das sehr wichtig, dass die Leute den Code untereinander lesen können. Das heißt, ich habe ein bestehendes Team mit Leuten, die iOS machen und die können eben auch den Kotlin-Code zumindest lesen. Nach einem Nachmittag kriegen die das hin, echt. Hier habe ich halt so ein bisschen andere Funktionen, wie ich eben sicherstelle, dass meine Optionals eben auch mit irgendwelchen sinnvollen Werten gefüllt sind. Da gibt es eben immer wieder irgendwie ein bisschen Unterschiede. In Kotlin habe ich eben dieses When und nicht das Case. Aber wenn ich jetzt weitergehe, die Klassen, die mache ich halt genau ähnlich. Ne? Das heißt beides Class. Die Syntax ist ein bisschen unterschiedlich. Und wenn ich jetzt eben hier Variablen oder Instance-Variablen hinzufüge, ist es auch ziemlich genau gleich. Auch die Instanzierung von so einer Instanz einer Klasse ist exakt gleich.
Wenn ich jetzt so Extensions schreibe, ist es auch nicht vollkommen identisch, aber wenn man sich das anguckt, dass, wenn man das eine kennt, kriegt man das andere echt auf die Kette. Zumindest lesend. Aber wir wollen uns ja nicht mit Kotlin beschäftigen, wir wollen uns ja heute vor allem mit Kotlin Native beschäftigen. Und Kotlin Native läuft eben jetzt nicht mehr auf der Java Virtual Machine, so wie Java, sondern bewegt sich davon weg. Kotlin Native hat also jetzt einen echten Compiler, Conan heißt der. Und was ich besonders liebe, wenn man jetzt hier meinen Rechner sieht, kann man den sehen, den LLVM-Drachen. Es ist einfach ein Frontend für LLVM. LLVM ist zumindest auf dem Mac so der Compiler der Wahl. Ich glaube, das setzt sich mittlerweile auch auf anderen Systemen durch. Auch auf Linux wird, glaube ich, jetzt normalerweise Clang verwendet. Also Clang ist das C-Frontend für LLVM. Und LLVM wird auch für andere Sachen verwendet. Also das ist so, glaube ich, die Compiler-Infrastruktur, die man jetzt haben möchte. Das zahlt auch wieder darauf ein, andere IDEs, andere Toolchains. LLVM ist genau das, was der Mac auch, oder was macOS benutzt, um Swift-Code zu bauen. Swift ist auch nur ein Frontend auf LLVM. Und das gibt uns schon so ein bisschen so einen Hint, weil das heißt eben auch, die Debug-Information, die das Ding rausschmeißt, ist dann eben wieder passend für LLDB, den Debugger zu LLVM. Das heißt, im Prinzip benutze ich hier, was da drunter liegt, dieselbe Toolchain. In echt klappt das noch nicht so genau. Weil ich glaube, Stand heute ist immer noch, Conan will immer noch seine eigene Version von LLVM haben. Sowohl auf Linux wie auch auf macOS. Die schrauben, glaube ich, noch da. Also sie hatten neulich im Forum geschrieben und haben gesagt, wir gucken erstmal, dass es sauber läuft und dann nehmen wir deine Systemversion von LLVM. Aber im Moment möchten sie immer noch ihre eigene LLVM-Version haben. Aber immerhin ist es LLVM. So, und was das Ganze jetzt besonders schick macht, ist eben Kotlin Multiplattform. Kotlin Multiplattform läuft auf Android und auf iOS. Das gab es ab 2018. Ich glaube, Stand heute, sind es immer noch Experimental Features? Ja, sind immer noch Experimental Features. Das funktioniert mit Kotlin ab 1.3.5. Ich glaube, im Moment sind wir bei 1.3.7 oder so. Aber 1.3.5 ist das ist die Mindestversion. Und es gibt sogar eine Version für JavaScript, but let's not go there. Und das ist halt jetzt das, was sich insbesondere an die iOS-Entwickler, aber vielleicht auch an die Android-Entwickler wendet. Was brauche ich? Ich brauche nur Xcode, ich brauche Android Studio, ich brauche CocoaPods, was beim Mac ein sehr gängiger Dependency Manager ist. Und ich brauche noch eine kleine geheime Zutat, das ist aber schon alles. Und das bedeutet, meine Teams arbeiten mit den Tools, die sie schon können. Also statt Android Studio kann ich auch IntelliJ nehmen. Aber das sind die Tools, die die Teams sowieso schon haben. Ich brauche wirklich eigentlich nichts Neues. Es gibt so eine ganz kleine geheime Zutat. Und das ist jetzt wirklich der Hammer. Diese Leute hier von TouchLab, die haben es eben hingekriegt, dass ich die Debug-Information von meinem Kotlin-Executable in Xcode auch sichtbar mache. Das bedeutet, ich kann im Kotlin-Code Breakpoints setzen, in Xcode und dahin springen. Das funktioniert leider im Moment nicht, weil sie es für die neue Version von Xcode noch nicht angepasst haben, also für Xcode 11. Mit Xcode 10 hat das wunderbar funktioniert, da konnte ich immer so hübsche Sachen vorführen. Leider warten wir eben noch darauf, dass sie es jetzt für Xcode 11 auch hinkriegen. Und das ist so ein bisschen, das ist das Einzige, was mir daran nicht gefällt, weil um das hinzukriegen, benutzen sie eine Schnittstelle, die Apple offiziell nicht mehr unterstützt.
Das bedeutet, theoretisch könnte Apple das jederzeit ohne Vorwarnung zumachen. Im Moment hoffen wir, dass sie das nicht tun und warten ein bisschen ab. Ich wollte euch mal zeigen, wie das jetzt tatsächlich irgendwie so aussieht. So, und dazu mache ich jetzt mal synchronisieren. So, und das ist jetzt also grundsätzlich ein ganz normales iOS-Projekt, in diesem Fall mit dem Storyboard, mit meinem ganz normalen View-Controller. Und ich kann das jetzt bauen. Und wir sehen hier unten wird mir sogar mein Kotlin-Code angezeigt. Kommt jetzt hier der Simulator? Na, fast. Tatsächlich kommt irgendwann mal der Simulator und zeigt uns irgendwas. Ich kann mir jetzt meinen Code entweder hier angucken. Oder hier im Android Studio. Und was der große Trick ist, ist, ich habe jetzt hier für dieses sehr simple Projekt, habe ich also nur eine Funktion definiert. Und was die macht, wir lachen bei den iOS-Vorträgen immer alle, expect fun. Was die macht ist, und das ist ein sehr mächtiges Feature von Kotlin Multiplattform, wir definieren da oben eine Funktion, ne, expect fun, und sagen, die implementieren wir irgendwo, und diese Funktion ist plattformspezifisch. Ich kann natürlich all meinen Kram jetzt hier in Kotlin Native schreiben, das geht, aber wenn ich jetzt sage, ich will an bestimmten Stellen, möchte ich plattformspezifischen Code haben, dann kann ich den einerseits für Android definieren. Da gebe ich jetzt einfach mal Android zurück. Ich kann den aber auch für iOS ganz anders definieren. Und für meine iOS-Leute ist das immer ganz, ganz wichtig. Ich kann hier in diesem Code, kann ich tatsächlich auf iOS-Frameworks zurückgreifen. Ich hörte hier, es sind alles Python-Entwickler und keine Android-Entwickler. Insofern weiß ich nicht, ob ihr das so sofort erkennt. Also NSDate, das ist aus dem iOS-Framework. Und das kann ich hier in meinem Kotlin-Code, natürlich in Kotlin-Syntax, kann ich das verwenden. Und ich kann also hier wirklich iOS-spezifische Dinge, in diesem Fall halt eben das Formatieren eines Datums. Ja, da hole ich mir halt aus iOS meine Locale-Settings, also guck mir an, ist der User in Deutschland, in, weiß ich nicht, Bulgarien oder sonst wo und wie hätte der das Datum gerne. Und kann das hier im Kotlin-Code, kann ich das schon machen, wenn das sein muss. So, und das ganz Schicke ist, ich kann hier in meinem Xcode, ne, ich bin ja hier in Xcode, in meiner für iOS-Entwickler völlig bekannten Umgebung, kann ich hier den Code ändern, kann ich hier ändern. Drücke einfach auf Run. Er baut jetzt ein bisschen länger. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel während der Entwicklung hier irgendwas gefunden habe, was mir nicht gefällt, irgendeinen Fehler gefunden habe, dann können die Leute, die iOS entwickeln, können das an der Stelle ausprobieren, fixen, committen und es funktioniert. Ich muss nicht irgendwelche anderen Leute fragen, ach bitte, bau das mal für mich oder so, oder muss auf irgendeinen Job warten, der das für mich gebaut hat oder dass mir irgendjemand eine Library liefert. Ich kann das selber editieren. Das Ganze funktioniert eben über diesen CocoaPod Dependency Manager. Für Xcode ist das Multiplattform die Multiplattform-Library eine Dependency wie jede andere auch. Die sieht aus wie eine ganz normale iOS-Dependency.
Sie sieht nicht ganz genauso aus, aber sie funktioniert genauso. Das ist auch etwas, was iOS-Entwicklern völlig bekannt ist. Das ist völlig Standardtechnik. Und das erlaubt den Leuten wirklich autark auch mit diesem Code zu arbeiten. Und das sind alles Dinge, die mir sehr, sehr gut gefallen haben an Kotlin Multiplattform, wo ich sage, das ist auch etwas, was so einem eingefleischten iOS-Entwickler wie mir durchaus gefallen könnte. So, ist jetzt mal, da ist es. So, zack. So, da kommt jetzt erstmal meine Zusammenfassung. Ich finde, wenn wir uns die Erwartungen angeguckt haben, wir haben bei Kotlin Multiplattform, haben wir für die Teams eine geringe Lernkurve. Wir haben die Plattformexpertise, weil das wird von den Leuten entwickelt, die sowieso die Plattform entwickeln. Wir haben die bekannten Toolchains und wir haben die bekannten Patterns. Das Checkmark, was hier noch fehlt, ist, Kotlin Multiplattform ist nicht dafür da, User Interfaces zu gestalten. Das wäre möglich. Wäre nicht so, dass das nicht geht. Aber es ist eigentlich nicht dafür da, sondern es sagt, wir machen die Business-Logik, wir machen den Core dieser Application und ihr macht euer User-Interface so schön, wie ihr das könnt, auf diesen Plattformen. Die große Frage ist, gibt es das auch in echt? Ich kenne sogar Leute, die damit jetzt schon Software deployen. Wir haben uns gesagt, weil wir das in der Firma jetzt doch noch nicht durchgekriegt haben, noch nicht, wir bauen mal was. Und der Michael, der hat angefangen, was zu bauen. Und ich glaube, das Einfachste ist, wir zeigen euch das mal. Genau, vielen Dank, Alex. Das war ziemlich ausgiebig. Ich kann nicht viel dazu beitragen, aber ich versuche, meine Android-Entwicklerbrille dazu bringen. Du hast das alles sehr schön erzählt aus der iOS-Entwicklerseite. Und das ist auch vielleicht wichtig zu erwähnen, dass es darum geht, dass wir jetzt fangen an, zusammen zu arbeiten, zusammen zu kommunizieren. Wir haben jetzt gelernt, dass es für die iOS-Entwickler sehr einfach ist, Kotlin Code zu lesen. Und ich werde euch drei Sachen ganz schnell zeigen. Zuerst werde ich versuchen zu erklären, warum Android-Entwickler Kotlin so gut finden. Und das kommt einfach aus der Geschichte. Das Android hat man eigentlich immer mit Java entwickelt und leider aus vielen Gründen ist man irgendwie am Stand von Java 6 geblieben. Das heißt, die ganze neue Sprachenkonzepte, Features, die sind uns irgendwie übrig geblieben. Und wir sind, ich würde es auch so sagen, so wirklich gequält worden, mit alten Java-Code zu schreiben. Deswegen war die Sehnsucht eigentlich nach alles, was besser als Java 6 ist, sofort wurde gegriffen. Man hat Scala probiert vor 3-4 Jahren, hat sich in der Android-Welt nicht durchgesetzt. Und da kam Kotlin, wo JVM und Java als erstes Target war. Und vor 2 Jahren hat Google gesagt, dass Kotlin unterstützt ist. Und letztes Jahr haben sie gesagt, dass Kotlin die erste Sprache ist. Das wirkt sich auch daraus, dass die neuen Libraries, die von Google entwickelt werden, tatsächlich Kotlin First gebaut sind. Die Möglichkeiten, die neue Sprachkonzepte, die Kotlin ermöglicht, tatsächlich direkt benutzen. Natürlich immer auch mit Rücksicht auf Rückkompatibilität mit der Java. Aber ja, aber Kotlin ist tatsächlich in der Android-Entwicklung First Citizen geworden. Der Alex hat ein weiteres Aspekt erwähnt mit dem Kotlin Native. Dazu werde ich jetzt ein ganz kurzes Demo zeigen, weil das finde ich sehr interessant. Nämlich mit Kotlin Native können wir Programme für beliebige Targets schreiben. Das ist ein Mac auch, ist kein Zufall. Und ich zeige euch einfach ein simples, ich glaube, das ist das einfachste Kotlin-Beispiel Hello World. Ich kann jetzt ein bisschen mit meinem Grundschule Russisch angeben und Privet Kagdjela. Und vielleicht kann ich es ändern und irgendwas schreiben, dass man auch sieht, dass es funktioniert. Und Lieblingseditor von vielen Entwicklern wie I benutzt auch Kotlin Syntax Highlighting.
Ich werde es ganz einfach, diese Hello World kompilieren. Ganz normal, wie man das so macht heutzutage. Und ihr merkt das auch, dass es relativ lange dauert, eine einfache Hello World zu kompilieren. Also diese Geschichten, das ist alles noch experimental. Man fokussiert sich, dass es zuerst alles funktioniert. Und irgendwie Optimierungen, Performance und so weiter, das wird bestimmt irgendwann kommen. Also der hat kompiliert und wir schauen uns, was steht in dem Ordner an. Also es ist eine Datei entstanden, die heißt hello.keks. Ich weiß nicht, wie man das richtig aussprechen soll. Ich spreche es einfach als Keks, weil das auch vielleicht lecker klingt. Und die wenigen von euch, die vielleicht genauer drauf schauen, sehen, dass diese Datei 600 Kilobyte groß ist. Also dafür, dass es nur ein Hello World ist, ist schon ziemlich groß. Also es sind nicht wirklich Optimierungen stattgefunden, die beinhaltet die komplette Kotlin Standard Library. Ich bin mir sicher, das wird sich in Zukunft ändern zugunsten der Größe der Datei. Ich kann die Datei jetzt einfach ausführen und der zu deiner Ehrenrettung, es hat, glaube ich, 5 Swift-Versionen gebraucht, bis Swift nicht mehr alle Standard-Libraries mit jedem Executable geschippt hat. Da bin ich dann zufrieden, dann beruhigt. Also wir kriegen die Meldung ausgegeben, und zwar offensichtlich auch mit richtigem UTF-8-Code. Es ist immer noch nicht ganz selbstverständlich. Und das ist ein sehr wichtiger Teil, dieses ganze Mosaik. Wir können mit Kotlin, wir kennen Kotlin auf beiden Plattformen, wir kennen Kotlin auf nativen Plattformen kompilieren. Und jetzt zeigen wir uns tatsächlich die erwähnte App, die schauen wir uns an. Und es handelt sich um eine App, die heißt Yukon, und das ist eine handelsübliche Konferenz-App. Ich schalte in den Presentation-Modus jetzt um, dass man auch was sieht. Und zufälligerweise die aktuelle Konferenz, um die es sich handelt, ist die Javaland. Die findet in 2 Wochen in Phantasialand in Brüll. Ist auch eine Aussage. Also auf der Webseite steht, dass die stattfindet. Also solange irgendwelche Behörden das. Also ich hoffe und ich freue mich und ich will auch hingehen. Deswegen ich hoffe, dass die stattfindet. Und was wir da gemacht haben, ist tatsächlich die Konferenz. Plane App dafür und die starte ich einfach jetzt. Und dann schauen wir uns genauer, was wir drin haben. Ja, ich habe es danach gesucht, aber nicht gesehen. Ich will das richtige Knopf finden. Ich starte einfach die App in einem Emulator. Und die App startet und zeigt Programm aus dem Jahr 2016. Ich kann nicht zugeben, dass der Server gerade down ist. Dass wir das aktuelle Programm gerade nicht bekommen. Deswegen bin ich noch kurz vor dem Talk auf die ältere Variante zurückgegriffen. Wichtig ist, dass wir sehen Programm. Wir können uns Detail anschauen von dem Talk, vielleicht auch nicht. Wir können uns Speakers anschauen und so weiter. Also das ist die App, wenn der Backend läuft, eine eigentlich full-featured App für eine Konferenz ist. Der Grund, warum wir uns überlegt haben, die App als Multiplattform zu umbauen, war folgendes. Zuerst wollten wir eine iOS haben und zweitens, das war tatsächlich als eine Spielwiese, als Beweis, dass es tatsächlich funktioniert. Und dann mit der großen Hilfe von Alex
haben wir tatsächlich geschafft, eine iOS-App zu bauen. Die läuft jetzt tatsächlich hier in Xcode. Ist ein bisschen komplexer von Aufbau als das einfache Beispiel. Und was kann man tatsächlich hier tatsächlich zeigen, ist diese Dukon SDK. Das ist tatsächlich eine Library, die aus dem Kotlin Multiplattform Code gebaut ist. Multiplattform heißt, dass es auch keine wirkliche Abhängigkeiten auf das Betriebssystem hat oder in sich selbst schon abgeschlossen ist, dass die ohne laufen kann. Und wenn ich mir die iOS-App starte, ich kann Envato jetzt ein bisschen größer machen, die sieht, ich gebe zu, ein bisschen schicker aus. Dürfte eigentlich auch laufen. Error, Domain, bla, Timeout. Ich probiere es nochmal. Error, 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 irgendwas, Timeout, geht nicht. Ja. Also wie man sieht, ist es nicht nur Kotlin selber native experimental, auch das Projekt selber. Was ich euch tatsächlich zeigen wollte, ist, dass inzwischen eine halbwegs funktionierende iOS-App gibt, in der man sich tatsächlich, wenn man Daten bekommt, auch die anschauen kann. Ich probiere, vielleicht kann ich es tatsächlich mit einem anderen Jahr probieren. Gleich 2017. In diesem Fall, ich editiere in IntelliJ, aber baue und starte trotzdem weiterhin im Xcode. Und um eine App zu bauen, also wie man so eine App baut, dass man tatsächlich möglichst viel Code zwischen den unterschiedlichen Plattformen sharen kann. Die Antwort darauf ist Clean Architecture. Wir haben versucht, die App mit Clean Architecture in die unterschiedlichen Layers zu spalten, ins eigene Module zu deklarieren und je nach Möglichkeiten, die dann auch Kotlin Multiplattform zu schreiben und dann auch in der App wiederverwenden. Und von dem geschälten Code in der iOS-App wird benutzt Networking, Caching lokal, also die Daten werden lokal in dem NS-User gespeichert und die gesamte Daten- und Domain-Objekte, die man die Plattform unabhängig sieht. UI ist Swift UI und das ist komplett nativ. Das ist auch eine sehr wichtige Regel oder wo wir glauben, dass es wichtig ist. Jetzt dauert es tatsächlich, weil jetzt kompiliert er nochmal den kompletten Shared Code zusammen, dass wir sagen, wir versuchen nur das zu sharen, was wichtig ist, die Datenmodelle, Domain, wo wirklich was passiert und die UI, das native Aussehen oder plattformspezifische Sachen wie Notifications, dann das überlassen wir der Plattform selber. Also wir versuchen nicht, Antwort auf alle Fragen zu sein. Wir versuchen uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das am Emulator. Ich kriege die Daten einfach nicht. Aber ich glaube, die Idee ist rübergekommen und es geht darum, nicht alles zu sharen, nicht wieder ein weiterer Cross-Plattform-Framework zu sein. Die Idee ist einfach sharen, das, was sinnvoll macht, was wichtig ist und trotzdem weiterhin eine schöne native App bauen, die sich auf jeweilige Plattform auch natürlich anfühlt. Dass man nicht sofort sieht, das ist eine React-App oder das ist eine Web-App. Nee, also wir kriegen auch hier Timeouts. Ich vermute, dass das der Grund, warum der Datenserver nicht läuft, weil das möglicherweise der gleiche, warum ich jetzt keine Daten bekomme. Das wäre eigentlich ein guter Hinweis,
die Number One Feature zu implementieren, endlich in dieser App Offline First Feature, dass die Daten nicht über Netzwerk kommen. Aber das wird die zuerst auf JSON. Bei mir funktioniert's. Ja, dann kannst du gerne zeigen. Ja, das war's dann eigentlich alles von mir. Und Alex kann zeigen dann doch eine laufende Version und wir können jetzt Fragen beantworten. So, vielen Dank. So, das ist also jetzt aus. Jetzt? Ja, jetzt. Haha. So, das ist also jetzt die tatsächlich sehr, sehr schnell geschriebene iOS-App, die also nicht wirklich lange gedauert hat und die ich mit dem Michael wirklich sehr schnell und sehr schön zusammenschreiben konnte. Ah, du benutzt noch die gecachten Daten dann. Genau, ich benutze die gecachten Daten. So, und lass mal gucken. Ja, hier kriege ich auch Speaker und so und all diese Geschichten. Das User-Interface hier ist auch noch nicht vollkommen fertig und es war für mich auch so eine Geschichte, ich gucke mir mal so ein bisschen Swift UI an und wie das eigentlich funktioniert. Das war für die iOS-Entwickler immer die wichtigste Frage. Ja, geht das auch mit Swift UI? Und die Antwort ist, ja, es geht auch mit Swift UI. Was also für die Leute, die das nicht kennen, das ist also jetzt die neueste Sau, die Apple durchs Dorf treibt. Und wir bedanken uns sehr herzlich und warten mal auf Fragen. Keine Fragen? Wie viel Prozent sind wiederverwertbar? Also für die beiden vom Code. Für iOS ist hier tatsächlich bei dieser App gar nicht viel Code. Das sind zwar viele Dateien, aber es ist fürchterlich wenig Code hier für die iOS-App. Also für Android habe ich die Auswertung gemacht, aber bin ich zum Zahl 48% gekommen, wo 48 dieser Anteil ist von gesharedem Code. Man kann es interpretieren, also mich hat das am Anfang sehr überrascht. Ich fand es zu wenig, ich habe viel mehr erwartet. Aber ich bin mir sicher, wenn man sich ein bisschen mehr Gedanken macht, was man noch alles sharen könnte, dass man zu einem deutlich höheren Sharing Ratio kommt. Und dafür ist auch relativ sehr viel von Android Code, der ist schon 2 Jahre alt. Also da kann man auch optimieren. Also es ist eigentlich sehr viel. Das liegt einfach an Android und an dieser Plattform. Wenn ich mir angucke, was ich jetzt hier mit Swift UI hier mache, ne, können wir uns ja mal angucken, was mache ich hier eigentlich mit Swift UI. Ich tue ja quasi nichts. Ne, ich tue ja wirklich nichts. Wenn ich mir hier mal so einen diesen Schedule View angucke, ja, da passiert ja nichts. Das da unten schon, hier, das hier, das ist schon so ein Preview, das ist so ein Debugging-Feature, aber das hier ist der gesamte, das ist die gesamte Liste. So, und das ist ja quasi nix. Oder jetzt hier so ein Talk-View. Ja, da ist das fertig, zack. Ja, für Android musste ich, also ich... So, und das heißt natürlich, dass ich hier für iOS, ich habe fast überhaupt, das habe ich an ein paar Abenden, ich glaube innerhalb von einer Woche, jeden Abend eine Stunde oder so habe ich da dran gesetzt. Und das ist ja jetzt wirklich nix. Und diese ganzen Dateien, die hier sind, die sind alle so in der Größenordnung. Ja. Und insofern müssen wir es mal messen. Ich glaube, der Anteil an Shared Code, der in dieser Swift UI App ist, was natürlich eben sicherlich auch an der Kompaktheit von Swift UI liegt, ist sehr viel höher. Aber wie gesagt, wichtig ist nicht, die 100% Share Ratio zu erreichen. Also so viel wie möglich, aber bis jetzt Sinn macht. Also wo es dann an Grenzen kommt, wo du sagst, okay, jetzt muss ich mir irgendwie rumbiegen, irgendwie die Plattform kompromittieren, nur dafür, dass ich das geshared haben möchte,
den Weg kennen wir schon, haben den schon mehrmals probiert. Das funktioniert nicht. Deswegen, wir sagen, wir sollen versuchen, das zu scheren, was wichtig ist. Gerade wo was passiert, Domainlogik, Datenmodelle, Kommunikation mit Netzwerk, die ist nicht wirklich plattformabhängig. Aber so schöne Sachen, wo man zum Beispiel auch ein wirklich plattformspezifisches reaktives Framework wie SwiftUI ist, benutzen kann, das überlassen wir denn. Wir kompromittieren auch nicht mal die Architektur von der gesamten App dafür. Ist okay. Ich liefere die Daten und wenn du die irgendwie schon in UI anpassen möchtest, das überlassen wir der Plattform. Wenn dann natürlich soweit ist, dass wir sehen irgendwelche Ähnlichkeiten, weil man sehr ähnliche Architekturen benutzt, kann man sich überlegen tatsächlich, wie weit man das irgendwie abstrahieren, scheren kann, will. Und das muss man auch lernen, bei größeren Projekten. Hi. Und zwar, ich habe jetzt gesehen, dass es funktioniert, aber ich kann leider nicht ganz nachvollziehen, wie ich jetzt meine Kotlin-Methoden-Dateien in meinen Xcode reinbekomme, mit Hilfe dieser CocoaPods. Mit CocoaPods. Wie funktioniert denn dieses MacountLib oder also dieses Pod? Also das funktioniert so, du hast halt So, du hast halt hier so eine, das ist halt dieser wirklich total typische, dieser total typische Dependency Manager für iOS. Das ist wirklich echt gang und gäbe. Du würdest jetzt hier, wenn du jetzt irgendwie Alamo Fire oder was auch immer angibst, würdest du einfach hier sagen, ne, Target iOS App, do pod Alamo Fire. Oder was auch immer. Du kannst hier auch zusätzlich noch deine ganzen anderen Pods kannst du noch dazu tun. Und das ist halt ein ganz normaler also Xcode Dependency Manager. Alle Leute, die mit Xcode entwickeln, kennen CocoaPods und können damit umgehen. Ich habe damit entwickelt. aber also ich schreibe in Kotlin eine Methode, möchte diese sharen. Ja. Wie bekomme ich diese dann in mein Projekt? Ich kann versuchen, es zu beantworten. Wir haben gesehen, es gibt diesen Kotlin Native Compiler. Mit diesem Compiler, das habe ich auch vergessen zu sagen, dass dieser Keks, was da rausgefallen ist, war Mac x86 Native. Genau so kannst du auch einem ARM Z32-Bit Target kompilieren. Ich glaube, ich habe die Frage jetzt verstanden. Nee, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt zu tief beantworte. Pass auf. Dieser Pod enthält halt Bauinstruktionen für eine Library. Das bedeutet, dieser Pod zieht einerseits Source Code, Kotlin Source Code, zieht aber eben auch ein Build-Skript, ein Gradle-Build-Skript. Und mit diesem Gradle-Build-Skript wird über den Kotlin-Compiler eine Library für iOS gebaut. Beantwortet das so ein bisschen eher deine Frage? Ich würde und vielleicht. Zum Schluss kommt tatsächlich, es kommt keine Swift-Library raus, es kommt eine Objective-C-Library raus mit einem Objective-C-Header. Okay. Die können wir auch hier irgendwo sehen. Aber woher kennt denn die Library mein Code, mein Kotlin-Code? Ja, das steht ja in dem Pod drin. In dem Pod steht drinne, in dem Pod stehen halt Informationen drinne darüber, wie man halt diese, guck mal, das fällt dabei raus, ne? Und hier in diesem Pod-Spec steht tatsächlich dann drinne. Du siehst hier da, zack, Gradle W, ne? Und wenn ich jetzt hier oben sage Run, dann baut der ja normalerweise, wenn du jetzt einen normalen iOS CocoaPod hast, dann fängt er erstmal an, diesen CocoaPod zu bauen. Und dafür sind die Anweisungen einfach, ne? Stopf es in Xcode und bau es. Ist gut. Hier in diesem CocoaPod, hier in diesem Pod-Spec steht halt drinne, wenn du mich bauen willst, dann ruf da diesen Gradle-Wrapper auf.
Und wie gesagt, zum Schluss fällt dann halt eine Library raus. Mit einem Header, mit einem Executable. Die kriegst du aber eben nicht angeliefert, sondern die baust du jedes Mal selber. Du als der iOS-Entwickler an deiner Maschine, du baust die selber. Wird das langsam klarer? Ich glaube, also ich schmeiße hier in die Pod, schmeiße ich meine Kotlin-Dateien und die Library macht dann daraus mir meine... Das ist eine Möglichkeit. Also, pass auf, der Trick ist hier, das kann vielleicht der Michael zeigen. Zeig mal bitte das Settings-File, weil das ist nämlich ein Plugin für IntelliJ Android / Android Studio. Ja, ich glaube, wir gehen dann nochmal in die Tiefe. Es geht um den Distributionsweg. Was du bekommst mit Kotlin kompiliert, ist eine Binary, eine Objective-C-Library, die du direkt konsumieren kannst. Bei CocoaPod ist es einfach. Ich kann dir ganz einfach aus Kotlin eine Binary kompilieren, eine Xcode-Framework-Binary, die du so bekommst, und kannst du direkt in deine iOS-App einbinden, ohne zu wissen, dass die mit Kotlin kompiliert wurde, dass du mit Gradle was zu tun hast. Das, was wir zeigen jetzt, wie wir zusammenarbeiten. Aber wir können uns auch einigen. Du bekommst halt Release, Version 1.0.1 mit irgendeinem AdWords-Framework. Du bekommst die als alles andere, was du schon kennst, geliefert als Objective-C-Framework, die du dann direkt in deinem iOS-Projekt einbinden kannst. Also aus Kotlin kompilieren eine Objective-C-Binary. Und das ist alles drumherum, dass wir zusammenarbeiten, dass wir entwickeln können. Das, was der Alex zeigt, es geht, wie man zusammen entwickeln. Weil wir gehen davon aus, und das haben wir auch geprobt, dass wir tatsächlich gleichzeitig was geändert haben. Er hat auf UI gemacht, ich brauche noch die Funktion, da habe ich die eingebaut, er hat ausgecheckt, gebaut und das hat wunderbar funktioniert mit diesen Gradle und CocoaPods. Und das ist halt etwas, das ist eine Extension hier für IntelliJ Android Studio, dass ich eben sagen kann, bau mir so einen CocoaPod. Ne, mach mir so einen CocoaPod. Und damit kann ich es eben so ganz normal als Dependency reinziehen. Jetzt klar oder? Jetzt ist klar, ja, danke schön. Jetzt ist klar? Du darfst auch mehr fragen. Nee, das war tatsächlich das, was die schwarze Magie, die mir einfach nicht, die ich nicht verstanden hatte. Dankeschön. Gerne. Wie sieht's aus? Habt ihr irgendwelche Erfahrungen mit Performance im Vergleich? Wenn ihr also Kotlin was habt, wie unterscheiden sich die Laufzeiten zwischen iOS und Android? Die Laufzeiten zwischen Android und iOS haben wir noch nicht geprüft. Tatsächlich ist, was der Michael hat das eben schon gesagt, das Ganze ist ein Experimental Feature. Die kümmern sich im Moment nicht um Performance. Das bedeutet, es ist alles langsam. Installation ist langsam, wie ich eben sagte, der möchte seinen eigenen LLVM haben, der hat irgendwie 500 MB. Auch das will erstmal runtergeladen werden. Bauen ist langsam, Execution ist langsam. Execution ist nicht schön. Also das ist alles noch nicht, wenn man jetzt sagt, ich habe irgendwas, wo es wirklich darum geht, dass es echt schnell geht, nee, wollen wir noch nicht. Und ich halte es im Moment auch für nicht zielführend, da große Performance-Checks zu machen, weil die JetBrains-Leute, die das machen, eben auch sagen, nee, ist alles noch nicht auf unserer Liste, wir wollen erstmal Feature Completeness haben und dann kümmern wir uns darum, dass es schnell läuft. Ich habe da überhaupt keinen Zweifel, dass sie das auch hinkriegen, dass sie das auch schneller machen, dass sie auch die Execution, dass die Binaries dann auch schneller werden und dass sie auch das Bauen schneller hinkriegen. Das sind alles Dinge, die eben noch getan werden müssen. Im Moment, also es ist zumindest erheblich viel langsamer, als wenn man jetzt so pseudowissenschaftliche Benchmarks da ansetzt, ist es erheblich viel langsamer als Swift. Aus Erfahrung aus diesem Projekt kann ich nur sagen, dass die Performance-Einbuße nicht so groß sind im Vergleich zum Beispiel, wenn du ganz normal Android entwickelst, wo ich weiß von Leuten, dass es bei JavaScript extrem langsam ist, dass die viel zu tun haben. Aber eigentlich für uns war es kein Thema richtig gewesen. Und mit dem Wissen, dass das noch eine Baustelle ist,
die da angegangen wird und wo wir auch keine Zweifel haben, dass man das tatsächlich hinbekommt, weil wir wissen, dass für neue Kotlin-Versionen tatsächlich die komplette Infrastruktur für Compiler umgebaut ist. Da bin ich auch entspannt. Man muss vielleicht nur dazu sagen, Kotlin ist im Moment langsamer native als auf Java Virtual Machine. Ich glaube, das war jedenfalls last time I looked. Und das sagt viel darüber, das sagt aber auch viel über den über das Optimierungspotenzial, was da noch ist. Ich bin da also sehr zuversichtlich, würde das aber im Moment für performancekritische Dinge nicht einsetzen. Ja, kann ich bestätigen. Noch eine Frage. Was ist euer Gefühl, wie schnell sich das gerade entwickelt? Also du hattest ja schon einen Vortrag mal gehalten vor einem halben Jahr und da war ganz viel im Umbruch. Jetzt scheint es schon viel weiter zu sein. Was wäre eure, nicht Prognose, aber euer Eindruck? Wie sieht's aus? Features, sind wir schon weitestgehend complete? Und ja, also was ist euer Gefühl? Thema Multiplattform hat sich tatsächlich, also seit dem Vortrag, den du gesehen hast, ist tatsächlich die iOS-App, die neu ist. Das haben wir damals noch nicht gehabt. Diesbezüglich hat sich nicht viel geändert. Es gibt eine Experimental Branch, der sich mit Thema Coroutines in Threading beschäftigt. Da gibt es schon Lösungen und Ansätze in Memory Model. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Gibt es auch sehr viel Kleingedrücktes. Wo wir wissen, laut Bekanntmachen von der Kotlin-Konferenz von den JetBrains-Leuten, dass demnächst eine kleine Release kommt mit 1.4. wo kleine Sachen verbessert werden, wo jetzt auch im Moment keine große Veränderung zu erwarten sind. Aber es sind auch mehrere Baustellen, wo Verbesserungen in der Mache sind und die auch demnächst kommen. Bei Gradle dürfte endlich Unterstützung geben für hierarchische Source-Sets. Das ist Thema, wenn man tatsächlich fängt an mit iOS und Watch und TV, die unterschiedliche Plattformen mit unterschiedlichen ARM32, ARM46. Irgendwann wird es dann ziemlich unübersichtlich. Dafür gibt es Lösungen, die schon in der Arbeit sind. Genau dieses Memory-Modell sollte mit 1.4 gelöst werden. Und in der Vorbereitung, wir haben dann doch entschieden, dass nur Alex seine Folien zeigt, hatte ich tatsächlich ein Bild gehabt vom Release, der 2 Tage alt ist. Es gibt ein neues Release von Kotlin 1.3.70, die relativ große Änderungen, gerade im Bereich Stabilität, gibt es Änderungen im Bereich Coroutines, in Flows, die wir zum Beispiel in dem Projekt noch nicht einsetzen können, weil nicht alle Libraries entsprechend abgedatet worden sind. Aber das hat sich eigentlich noch nicht geändert. Dieses Zustand, es ist lebendig, entwickelt sich wirklich in riesen Schritten. Das Ökosystem wächst ständig. Wenn man im Kotlin Slack sich die Feeds anschaut, wird jede Woche mindestens eine große Library angekündigt, die Kotlin Multiplattform targeted ist. Es ist dieser Zustand, er entwickelt sich, aber es passiert sehr viel. Es ist nicht so, dass man aufgegeben hätte. Es ist wirklich, gibt es noch genug zu tun und es auch passiert. Also es ist nicht Hoffnung, das ist einfach ein Fakt. Dem kann ich nur zustimmen. Da passiert unglaublich viel. Das läuft gerade sehr, sehr schnell. Ich glaube, JetBrains packt da auch sehr viel Energie rein und ich bin da auch sehr, sehr zuversichtlich. Jetzt haben wir aber 18 Uhr. Ich bedanke mich sehr herzlich zusammen mit Michael, dass wir hier sein durften, bei euch, bei Seibert Media. Und das Ganze heißt ja Talk and Beer, glaube ich. Wir können also gleich zum Bier übergehen, würden aber jetzt den offiziellen Teil hiermit beenden. Vielen Dank. Dankeschön.